Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Transport Fever. Wir sind dabei, Geld zu verdienen. Wir haben 21 Millionen gemacht. Wir kriegen so ungefähr um die Millionen pro Jahr, je nachdem wie die Baukosten uns runterbrettern, beziehungsweise manchmal müssen halt Fahrzeuge ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Wir müssen auf jeden Fall immer ein paar Millionen zurückhalten für gegebenenfalls Fahrzeugaustausch, weil die Fahrzeuge mittlerweile recht teuer sind, vor allen Dingen auch die Waggons. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt etwas bauen. Ich zeige euch aber mal, was ich gemacht habe in der Zeit der letzten Folge. Ich hatte ja gebeten, mir zu schreiben, was wir als nächstes machen sollen. Ich habe jetzt einfach mal angefangen. Und zwar habe ich von der Ölraffinerie einen Zug aufgebaut, der Öl hier rüber bringt in die, aus der Ölquelle in die Ölraffinerie. Und von der Ölraffinerie wird dann der Treibstoff per Fahrzeug hier hingebracht in die nach Riesa Nord, mitten ins Industriegebiet sozusagen. In der Hoffnung, dass dieses Industriegebiet wächst und damit natürlich auch mit wachsendem Industriegebiet die Anzahl Passagiere, also die Stadt wächst und damit natürlich auch die Anzahl Passagiere, die wir dann wiederum hier mit dem Zug von Riesa nach Ückeritz oder wie der Ort heißt, ja, Ückeritz bringen können. In Ückeritz selber habe ich nicht viel mehr gemacht. Da hat sich nicht viel geändert. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie so die Linien aussehen. Das hat sich nicht groß geändert. Also der Öltreibstofftransport per Zug bringt halt was. Die Treibstoff-LKWs, die dann den Treibstoff nach Riesa bringen, bringen halt was. Und natürlich immer noch unser Passagiertransporter, der hin und her fährt, bringt eine ganze Menge. Deswegen wird der auch weiter erstmal so fahren. Und ich wollte mit euch jetzt gern eine neue Passagierstrecke bauen. Oh, guckt mal, hier haben sie die Landstraße vergrößert. Von Großsteinhausen nach Viechtach ist es jetzt eine richtige Betonstrecke. Wir machen trotzdem eine Zugstrecke hier nach Viechtach. Weil wir ja festgestellt haben, dass so Personentransport ganz gut was bringt. Und ich habe mir halt so überlegt, ob wir halt in Riesa, also ob wir Riesa quasi zu unserer Metropole machen und die Städte drumherum sozusagen der Speckgürtel wird, der dann Riesa irgendwie noch weiter pusht und weiterbringt. Indem wir halt jetzt einen Personentransport hier etablieren zwischen den beiden Städten, will ich halt hoffen, dass Riesa noch mehr wächst und Viechtach halt auch ein bisschen wächst. Und dann können wir eventuell eine Zugverbindung noch nach Großsteinhausen machen. Und dann können wir einfach mal gucken, was wir noch so an Rohstoffen hier rumliegen haben, die wir dann vielleicht auch noch irgendwie verbrauchen. Also ich sehe zum Beispiel, hier könnten wir zum Beispiel das Öl, was wir hier produzieren, könnten wir noch nach hier oben bringen später mal. Brauchen wir halt noch Getreide. Haben wir irgendwo eine Getreidefarm? Nee. Haben wir nicht in der Nähe. Müssen wir mal schauen. Also müssen wir dann einfach mal gucken. Hier können wir das Öl auch hinbringen, aber auch hier haben wir keine Getreidefarm in der Nähe. Egal. Jetzt bauen wir erstmal eine coole Strecke zwischen hier, Riesa und Viechtach. Dazu speichern wir das sicherheitshalber mal. Und zwar nennen wir das Let's Play 2-. Passatest Viechtach. So, speichern. Und dann geht's los. Als allererstes müssen wir uns überlegen, was bauen wir hier für einen Bahnhof hin? Bauen wir hier einen Kopfbahnhof rein? Oder einen Durchfahrtsbahnhof? Da wir hier ziemlich weit oben in der Ecke sind, würde ich sagen, hier können wir mal einen Kopfbahnhof setzen. Züge, Passagiere, Kopfbahnhof mit 80 Metern, zwei Gleise, Oberleitung ja, zweiter Straßenanschluss auch ja. Und drehen das Ding mal hier so möglichst nah an die Stadt ran. Moment mal, wo wohnen die meisten Leute? Hier wohnen doch Leute. Dann sollen wir das mal so machen. Moment, drehen wir es noch ein bisschen. So.
Genau, so machen wir das. Dann haben wir nämlich schon den Straßenanschluss an beiden Enden. Machen mal, weil es schön ist. Hier noch so eine Straße hin. Zack. Hier noch so eine Straße hin. Zack. Und die verbinden wir mit hier oben. Oh, das war teuer. Das war nicht so schlau. Egal. Okay, Schienen. Machen wir gleich mal Hochgeschwindigkeitsgleise. Was sagt ihr dazu? So, da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir nicht zu teuer kommen. Hier wird es teurer. 99k, 96k, 94k. Hier. 94k. Gehen wir mal hier hin. Von hier müsste es doch hier runterwärts relativ günstig sein. Genau. 37k. Guckt mal hier, richtig fett fahren hier Autos hin und her. 50. Man könnte hier an die Straße ran. Machen wir das mal. So. So, hier an der Straße entlang, wenn man das hier an der Straße entlang führt, seht ihr ja, ist das eine relativ günstige Geschichte mit dem Schienenbau. So, hier würde ich jetzt mal gucken, man kann hier nämlich auch irgendwie Brücken bauen. Nee, das ist die falsche. Weg, Gleismodifizierungen. Nee, ich will eine Brücke bauen. Wie kann ich jetzt hier eine Brücke über die Straße bauen? Kommen wir erstmal von hier unten entgegen. Zack, so. Jetzt will ich hier gerne eine Brücke drüber haben. Warum geht das nicht? Ich will eine Brücke bauen. Abheben, absenken mit den Tasten M und M, ja. Schön. Und Brücken? Machen wir mal langsam, damit nicht so viel passiert. Wie baue ich jetzt hier eine Brücke? Wenn ich jetzt von hier nach hier baue und drücke hier ganz oft M, dass es nach oben geht, ist irgendwann Schluss. Ach, ist cool, es gibt neue Bahnhöfe. Schönere, größere Bahnhöfe. Egal. Wieso kann ich jetzt hier keine... So kann man nur ranzoomen. Na gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so, zack. Dann machen wir jetzt einfach hier... Guck mal, die haben sogar eine Schranke. Das heißt, die können gar nicht. Der Zug hat sozusagen Vorfahrt. So, was ich jetzt ändern wollte, ist, ich wollte gern das letzte Stück hier löschen und dann von hier an diese Seite, weil wir sind hier so nah an der Straße hier unten, dass wir dann lieber die andere Seite machen. So. Okay, jetzt haben wir den Kopfbahnhof hier am Start. Wir haben die Verbindungen, alles ist da. Was wir nicht haben, ist in der Stadt eine interne Verbindung. Aber ihr seht ja, die bringen eh nur Minus. Ich will mal gucken, ob die Stadt auch ganz gut wächst, wenn man das weglässt. Und jetzt bauen wir einen neuen Zug. Lokomotiven, elektrisch. Universallokomotive. Ich weiß nicht, ob die überdimensioniert ist, aber lass mal lieber die hier, 75 km/h, 100 km/h. Wir kaufen erstmal die günstigere mit Passagierwaggons und zwar erstmal nur zwei, weil wir ja noch gar nicht wissen, von Riesa nach hier oben,
Wir wissen ja gar nicht, wie das laufen wird. So, Zug fährt los. Also wie Risa können wir ja mal, also Linienbearbeitungstool machen wir mal aus, machen uns Risa mal hier an. So, in Risa warten natürlich die Leute nach Ökeritz und in Viechtach machen wir uns an. So, jetzt hängen wir uns Viechtach mal hier oben hin. Wir bauen mal noch ein bisschen Straße in Viechtach. So. Ganz schön teuer. Einfach, dass um den Bahnhof so ein bisschen Infrastruktur da ist, wo sich die Stadt so ein bisschen erweitern kann. So. Theoretisch müsste das doch erstmal ausreichen. Okay. Gucken wir mal, was mit Viechtach passiert. Wo ist denn der Zug? Fährt er schon? Ja toll, jetzt steht er da und kann nicht losfahren, weil er auf dem falschen Gleis steht. Jetzt müsste er aber doch fahren können. Worauf wartet der? Kein Weg elektrisch. Ah, oh, ich hab dir die Elektrifizierung vergessen. Freunde der Sonne. Ach so, nur auf den letzten paar Metern, auf den Gleisen, die ich halt vor ein paar Folgen schon gebaut hatte. Okay. Zack. Jetzt düst er los. Hier wartet natürlich noch niemand. Der fährt ja immer erstmal eine Runde, der Zug, bis dann da überhaupt mal jemand wartet. Dann schauen wir doch mal. Rein da. So, jetzt ist natürlich niemand da. Aber jetzt ist die Verbindung quasi erstellt. In Risa wartet natürlich auch noch niemand auf die neue Verbindung. Mhm. Ihr seht, wir haben so ungefähr um die 7 Millionen für den ganzen Spaß ausgegeben. Das ist relativ viel Kohle. Müssen die Linie noch umbenennen, sehe ich gerade. Die nennen wir natürlich Risa Viechtach. Risa Viecht Pass. So. Null Passagiere. Das ist ja blöd. Vielleicht sollten wir hier dann doch eine interne Busgeschichte noch aufbauen. Da wartet ein Passagier, na schön. So, dann gucken wir doch mal, wie die sich so hier bewegen. Das wollte ich nämlich gerne mal in der Stadt ausprobieren. Wenn jetzt hier die Leute rauskommen, kommt natürlich noch niemand raus. Also von hier kommen Leute. Okay. Risa hat jetzt niemand gewartet für die neue Strecke. Huh.
Ein Viechtag warten schon 6 Personen. Also 35, 34 können wir transportieren. Jetzt, super. Jetzt in Riesa auch schon mal. Hier wird fleißig gebaut. Jetzt, wir bauen das mal. Wir machen das mal. Personentransport. Wir machen mal einen großen Bahnhof an den Bahnhof. So. Oder sollen wir den hier unten hinsetzen irgendwie? An den anderen Ausgang. Moment. Passt der hier hin? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Komm, dann setzen wir den hier hin. So. Hier setzen wir den Bahnhof hin. Und dann noch ein paar Bushaltestellen. Also von hier werden die Leute dann nach hier gekarrt. Nach mal hier hoch können sie eigentlich fast laufen. Ich würde sagen nach hier gekarrt. Dann werden die Leute hier abgeholt. Hier abgeholt. Und hier abgeholt. So. Bauen wir noch ein Depot. Das kann ruhig erstmal hier ein bisschen außerhalb stehen. Na. Jetzt speichert es gerade. So. Und da setzen wir jetzt mal Straßenfahrzeuge kaufen, Passagierfahrzeuge. Setzen wir erstmal nur 2 von diesen Dingern ein. Linie zuweisen alle. Neue Linie. Und zwar, ihr holt die Passagiere ab. Bringt die hier hin, bringt die hier hin, sammelt die dann auf, von hier nach da und zurück, ganz genau. So ist das. Die Fahrzeuge machen wir blau, die Linie nennen wir Viechtag Pass intern, Viecht Pass Pass intern. Okay. Na komm. Haben wir. Und dann müssen wir doch hier im Linienmanager theoretisch dieser Viechtagpass intern noch eine. Ich würde der gerne eine andere Farbe zu. Ah, hier. Damit ich das besser sehe. Ey. Jetzt habe ich es weggedrückt. So, das will ich sehen. Und dann will ich nämlich hier unten das mal miteinander verbinden. Ob die dann hier hinten rumfahren. Nee. Fahren sie hier tatsächlich wieder zurück. Das ist egal. Wenn sie hier hinten dann bauen, machen wir hier hinten noch eine Bushaltestelle. Gut, schauen wir uns mal die Linien, das Liniengedöns hier unten an. Viechtagpass intern ist natürlich erstmal ein Minus. Ja, aber tatsächlich hier wartende Personen, also das scheint gar nicht so schlecht zu funktionieren. Wir haben in Viechtag 9 Personen, die warten. 29 gefahren, also fast schon voll den Zug, ne? Jetzt den hier hochwärts ist er sogar schon voll. Perfekt, also die Linie ist schon sozusagen fast etabliert. Riesa, Pass, was? Treibstoff, wo ist es denn? Riesa Viechtpass hier. Ah, sind noch derbe im Minus. 236.000 ist natürlich eine ganze Menge. Aber da ja jetzt der Personentransport immer mehr wird, sollte das demnächst ins Plus gehen.
An der Stelle würde ich die Folge auch beenden und in der nächsten Folge sehen wir dann, ob sich diese Strecke etabliert und ob um den Bahnhof herum ordentlich gebaut wird und Viechdach hier oben wächst und Riesa dann vor allen Dingen auch weiter wächst. Also an der Stelle erstmal Dankeschön, bis dahin, ciao.